Also, wir haben eine Website designt. Also, ich bin der Hannes, das ist der Timo und das ist die Zoe. Wir haben uns überlegt, eine Webseite zu machen, die Leute dazu motiviert, sich an Umweltschützen zu beteiligen. Und dazu haben wir noch einen Raspberry Pi genommen, um ihn zu programmieren. Ja. Also erstmal zum Aufbau der Website. Hier sieht man ganz einfach mal kurz die Website. Diese Tabelle, die zeigt in der ersten Spalte hier an, wie viel Kilometer bzw. Kilogramm an Strecke oder Fleisch halt eingespart wurden und wie viel CO2 das entspricht. Und hier hinten können Sie dann Ihren eigenen Wert eintragen. Nehmen wir mal an, Sie fahren normalerweise 3 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit. Dann wird hier hinten eine 3 eingetragen und abgeschickt. Und das rechnet dann halt aus, wie viel CO2 damit gespart wurde. Das, was am meisten CO2 einspart, ist das Mülltrennen in dem Fall. Weil wenn man ein ganzes Jahr Müll trennt, dann tut man 300.000 Kilo CO2 einsparen. Ja, ich komme zu unserem Raspberry Pi. Ein Raspberry Pi ist ein kleiner Computer, wo man jetzt in dem Fall hat der 2 USB-Anschlüsse und hier ist jetzt auch noch ein Touch-Modul drauf. Und wir hatten die Idee, dass er die Punkte, die man sammelt, direkt anzeigt, damit man nicht immer ins Internet gehen muss und ja, die Webseite öffnen muss. Und währenddessen haben wir uns noch ein bisschen mit dem Makey Makey beschäftigt. Das ist ein... Also man kann ihn an USB anschließen. Und man muss halt beide Seiten berühren. Also in dem Fall hier, die Seite. Und entweder jetzt die Pfeiltasten und so. Und dann wird der Befehl weitergeleitet zum Gerät. Also in dem Fall im Raspberry Pi. Und wenn wir jetzt High Five machen. Hat nicht funktioniert? Doch, hat funktioniert. Dann schaltet es weiter. Ja, und es geht auch mit Bananen oder so.